Bist du eher der Feen- oder Elfentyp? Also ich bin definitiv eher eine Elfe und kann mich dank einiger Fantasy-Filme gut in diese Wesen hineinversetzen. Sie sind sehr anmutige und gerechte Wesen, fast ein bisschen wie Katzen. Und die fand ich schon immer toll. Außerdem mag ich die spitzen Ohren und mir wurde schon ein paar Mal gesagt, dass ich auch ein bisschen wie eine Elfe aussehe. Imogen und ich sind uns ziemlich ähnlich. Sie ist stur und ein bisschen mürrisch, aber auch treu und ehrgeizig. Das passt ziemlich gut zu mir. Also ich bin auf jeden Fall der Elfentyp. Was war die spannendste Erfahrung während des Drehs? Eine schwere Frage. Es gab so viele lustige und aufregende Momente beim Dreh. Aber am besten gefällt mir die Idee mit den Elfenohren. Es war einfach witzig, den ganzen Tag mit ihnen rumzulaufen und mega aufwendig, bis sie am Körper fixiert waren. Die sahen so echt aus, dass ständig Leute am Set zu mir gekommen sind, weil sie meine Elfenohren anfassen wollten. Ich finde ja, dass man mit Elfenohren definitiv besser aussieht. Sie lassen einen gleichzeitig schlau und elegant aussehen. Ich habe es geliebt, sie zu tragen. So sehr, dass ich sie echt vermisse. Wenn ich mich im Spiegel anschaue, frage ich mich, wo sind meine spitzen Ohren? Sie zu tragen war einfach der Hammer. Dara ist auch in Wirklichkeit dein Bruder. Wie war es für dich, mit ihm zu drehen? Also, Dara wird von Julian Cullen gespielt. Und er ist auch in Wirklichkeit mein Bruder, was echt seltsam ist. Aber beim Dreh vom Club der magischen Dinge war es eine super Sache. Wir kennen uns einfach in- und auswendig. Und das war für uns beide sehr hilfreich, diese Erfahrung gemeinsam teilen zu können. Es waren unsere ersten Rollen überhaupt. Und diese Vertrautheit zwischen uns war für mich eine große Unterstützung. So konnte ich einfach am Ende des Tages zu ihm gehen. Wir konnten darüber reden, was wir am Set erlebt haben und über unsere Rollen sprechen. Das war schon toll. Wir hatten zwar auch ein paar kleinere Streitereien, aber das ist, glaube ich, ganz normal unter Geschwistern. Verrückt war, dass die Leute am Set davon überzeugt waren, dass wir Zwillinge sind. Das sind wir aber gar nicht. Manchen von ihnen haben wir damit auch einen Streich gespielt. Es war einfach super lustig. Was würdest du tun, wenn du Elfenkräfte hättest? Wenn ich eine Elfe wäre und diese magischen Kräfte besitzen würde, würde ich an all die Plätze dieser Welt reisen, die ich immer schon einmal besuchen wollte. Ich würde die entlegensten Orte aufsuchen, um dort Urlaub zu machen. Island zum Beispiel oder Deutschland, Spanien. Oder London. Was auch cool und witzig wäre, wenn ich Dinge manipulieren könnte. Zum Beispiel würde ich Gegenstände zum Schweben bringen, um damit Leute zu veräppeln. Ich glaube auch fest daran, dass wir von übernatürlichen Kräften gelenkt werden. Das habe ich schon immer und ich werde auch nie aufhören, an Magie zu glauben. Es gibt so viele tolle und unerklärliche Dinge auf dieser Welt. Da muss etwas Übernatürliches dahinter stecken. Daran glaube ich fest.